Fallpauschale. Die gibt es ja seit 2004. Das bedeutet, dass der Patient eine Diagnose gestellt bekommt und das Krankenhaus pro Diagnose bezahlt wird, egal ob der Patient 1 oder 10 Tage dort im Krankenhaus verweilt. Und kritisiert wurde ja oder wird an diesem Modell, dass durch den wirtschaftlichen Druck die Versorgung des Patienten leidet. Zuvor gab es ja die Tagessätze pro Patient. Das heißt, pro Tag wurde abgerechnet und da wurde wiederum kritisiert, es wird immer kritisiert, oder? Da wurde kritisiert, dass es teilweise viel zu lange Aufenthalte gab der Patienten. Herr Dr. Ohmes, welches Modell ist denn besser oder haben Sie einen ganz anderen Vorschlag? Ja, Sie haben schon wirklich auf den Punkt gebracht. Also wir sind ja ein Volk des Meckern, ja, und ich gehöre dazu. Und Fakt ist, wie Frau Enders schon deutlich gemacht hat, wir behandeln ja kaum noch mehr Menschen, sondern wir behandeln da Diagnosen, also Fälle. Natürlich hat seitdem Einführung der DRG-System dazu geführt, weil es völlig egal ist. Es gibt natürlich mittlere Verweildauer. Man kann anhand die Datenlage vor 1, 2 Jahren berechnen, wie lange braucht eine bestimmte Erkrankung, Diagnose für einen Aufenthalt für ein Krankenhaus. Und das ändert sich. Und jeder Krankenhaus kämpft aktuell dafür, dass die Patienten möglichst wenig Tage im Krankenhaus verbringen. Was es bedeutet, wir beißen unseren eigenen Schwanz für 2 Jahre. Das heißt, dann wird der Verweildauer durchschnittlich noch runtergestellt. Das heißt, wir müssen Patienten sogar dann frühzeitig raus, obwohl sie noch gar nicht, das System beißt sich wirklich selbst ins Loch rein. Also daher, ich sehe schon der Bedarf, dass das geändert werden muss. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, damals hat man auch schon die Krankenkassen ausgenutzt, also unsere Sozialkasse, dass man tatsächlich Patienten, die keine Notwendigkeit hatten, für eine stationäre Behandlung aufgenommen, um besser abzurechnen, weil je länger sie bleiben, desto mehr hat man abgerechnet. Natürlich hat dieses neue System vieles vereinfacht, aber schon eine schöne Nische für das wirtschaftliche Handeln. Und es geht ja bei den Patienten eher in dem Gesundheitswesen, dass das soziale Handeln im Vordergrund ist. Ich glaube, wir müssen eine Mischung daraus machen. Wir müssen wirklich langfristig alle Beteiligten, und da meine ich auch wirklich meine Kollegen, die Verantwortung hat nicht nur die Politik, sondern auch jeder Einzelne, angefangen Mediziner, Schwestern, aber auch die Patienten müssen mit unseren Ressourcen gut umgehen, verantwortungsvoll umgehen, weil wenn wir das alle gemeinsam täten, dann haben wir doch überhaupt kein Problem mit solchen Fallpauschalen, wenn wir dann nur noch auf die Zahlen konzentrieren, sondern auch wirklich schauen, individuell. Wenn ein 50-Jähriger am 5. Tag entlassen werden kann, ist doch schön. Aber eine 70-, 80-Jährige braucht vielleicht 12 Tage und das sollte auch der Fall sein. Die Zeit sollte man nehmen und man sollte nicht dann daraus den Durchschnittswert nehmen und dann für alle gleichstellen. Also ich glaube schon, dass wir Klausel schaffen müssen, wenn wir den aktuellen Fallpauschale beibehalten wollen oder dahingegen ändern müssen, dass tatsächlich, dass es nicht wirtschaftlich ausgenutzt wird. Frau von Vietinghoff, also wenn ich im Krankenhaus bin oder auch beim Hausarzt, ist ja ganz egal, dann möchte ich ja diesen Menschen, der mich heilen möchte, vertrauen. Also dieses Verhältnis ist ja unglaublich wichtig. Lassen das die Abläufe im Krankenhaus eigentlich zu, dass ich diese Vertrauensbasis aufbauen kann? Also ich kann jetzt von unserer kleinen kommunalen Klinik auf dem Land sprechen. Bei uns ist das zum Glück noch möglich und wir profitieren davon auch. Ja, wir sind, wie gesagt, eine kleine Klinik auf dem Land und die Chefärzte sind bekannt. Die Patienten kommen auch genau wegen dieses einen Arztes zu uns in die Klinik und das freut uns natürlich sehr. Trotzdem, dieser tägliche Stress in dem betrieblichen Alltag, der lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und ich wünsche mir da wirklich mehr Pflegekräfte insbesondere. Das merken wir einfach sehr. Wenn die Schichten nicht gut besetzt sind, dann können wir einfach diese menschliche Versorgung nicht gut gewährleisten. Das merken wir. Das belastet dann natürlich auch die Ärzte.
Und ich denke schon, dass wir einfach keine Qualität insgesamt in den Krankenhäusern hinbekommen werden, wenn nicht einfach auch genug Geld in das System reingesteckt wird. Und diese Tendenz, jetzt zum Beispiel auch bei den DRGs, für einen Fall immer weniger Geld zu bezahlen. Ja? Ich sage, die Leistung, die ist doch dahinter. Ja? Also wir erbringen diese Leistung. Warum soll die einfach von Jahr zu Jahr weniger wert werden? Das ist etwas, das sehr frustrierend ist. Vor allem dann auch, wenn man wirklich sagt, wir wollen jetzt eigentlich aus diesem Krankenhaus gar kein Geld rausziehen. Ja? Wir sind eine kommunale Klinik, wir sind gemeinnützig und wir sind wirklich für das Haus da, wir sind für den Landkreis da, wir sind für den Patienten da. Und trotzdem haben wir diesen finanziellen Druck. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und das merken die Patienten und das merkt eine Gesellschaft. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, dem Ziel, das wir ja eigentlich alle erreichen wollen, eigentlich gar nicht würdig.